Willkommen zurück zum Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir wollen ein paar Fangheuschrecken erledigen. Drei sind da hinten noch. Das bedeutet sehr, sehr viel Erfahrung. Und das können wir immer gut gebrauchen. So, nein! Ich wollte eigentlich den ersten Schlag setzen, du blödes Vieh. Eigentlich war es ja nicht blöd, ne? Es war ja eigentlich schlau, dass er den ersten Schlag gemacht hat. Wir kommen vor allem so schnell hinterher, dass man teilweise gar nicht richtig reagieren kann. Jetzt hör auf auszuweichen hier. Zieh den Kampf nicht ewig in die Länge. Und vor allem töte mich jetzt nicht, sonst drehe ich richtig am Rad hier. Es wird eine enge Kiste jetzt hier. Mist, verdammt, das wollte ich eigentlich nicht. Na klar, der backt sich da hoch und fertig. Oh, wie ich es hasse. Wegen so einem Blödsinn hier zu sterben. Warum habe ich volle Energie? Ach, ich habe nicht gespeichert. Ah, okay. Beziehungsweise ich habe gespeichert, aber nicht hier oben. Beim Schnellspeichern. Muss ich da unten nochmal schnell laden? Und dann auf jeden Fall direkt nochmal speichern. So. Sehr schön. Das Ganze jetzt nochmal. Komm. Vielleicht wäre es auch sinnvoll, mal ein bisschen Magie auszuprobieren. Wir haben hier immer noch den Feuerpfeil, der ja auch sehr effektiv ist. Hör auf damit jetzt hier. Was soll denn das? Gibt's doch alles nicht. Vielleicht sind die ja sehr anfällig für Feuerzauber. Das wäre auf jeden Fall cool. Würde mich sehr, sehr freuen. So, zack, komm. Zieh's nicht ewig. Ist eh gleich vorbei. Komm, stirb. So. Und dann werden wir gleich mal ausprobieren, wie die auf Feuerpfeil anspringen. Da bin ich auf jeden Fall schon ein bisschen gespannt. Ja, so langsam gehen mir die Heilgegenstände aus hier, ne? Langsam aber sicher. Wir haben jede Menge rohes Fleisch, aber das bringt mir ja nichts. Ich brauche eine Feuerquelle. Mit einer Pfanne drauf. Das muss man noch dazu erwähnen. So. Eine Heuschrecke weniger, zwei Folgen noch. Und hoffentlich sind die sehr empfindlich gegen Feuerpfeile. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Das hätte jetzt zwar auch besser klappen. Hallo, spinnt ihr oder was? Ey, diese Serienattacken immer, ne? Wäre ich immer dezent aggressiv bei so einem Mist hier. So. Jetzt aber einzeln. Oder am besten, ich stelle mich hier hinter. Dann kann das andere Vieh nicht direkt hier angeschissen kommen. So, einmal kurz flüchten. Ich schaff's auf jeden Fall. So. Oh, wo wirfst du den Feuerpfeil denn hin, Junge? Da unten ist das Vieh. Nicht irgendwo in der Pampa. Nichts zu holen, nichts zu plündern. So, dann nimmst du noch ein paar hier Dings. Weidenkraut? Nee, Quatsch. Was erzähl ich denn da? Blauflieder. Damit das Mana ein bisschen regeneriert ist. Und dann machen wir das letzte Viech fertig. Und dann können wir den Preis nochmal neu verhandeln. Wo ist denn das jetzt so? Der hat doch irgendwie rumgebackt. Ach, da hinten ist er. Sehr gut. Lass dich töten, lass dich töten. Was? Ah! Das hätte jetzt so schön klappen können, aber nein, da braucht wieder mehr Mana hier. Ist doch alles nicht zu fassen, ey. So. Feierabend jetzt hier. Leider nur ein Dunkelpilz. Butterfleisch bringt mir nichts. Bringt mir nur Kohle. Das war's auch. Rum.
Weiß ich übrigens gar nicht, ob da Rum... Rum hat die, glaube ich, auch eine spezielle Wirkung. Oder vielleicht Grog. Aber das ist... Das muss ich noch rausfinden. So, jetzt ist auf jeden Fall hier alles sicher. Aber Alligator Jack. Da oben standen... drei Banditen... mit Armbrüsten. Das wäre für die kein Problem gewesen, hier mal kurz runterzuschießen. Ne? Du hast sehr gefährlich gelebt, muss ich sagen, junger Freund. Und hier ist eine Feuerquelle mit Bratpfanne, sehe ich gerade. Das ist äußerst praktisch. Und richtig praktisch ist es, wenn du da jetzt dran gehst, weil du Frühstück machst. Ja, dann verhandle ich halt erstmal zwischendurch den Eintrittspreis neu. Den ich mir hoffentlich irgendwann holen können werde. Denn ich akzeptiere ja sowas nicht gerne. So. Halt! Freund oder Feind? Ach, wie oft denn noch? Freund. Freund. Das kann ja jeder bei... Lass mich rein. Ach so. Du willst für alle 400 oder du versch... Das ist mir zu viel. Ich muss ihm ja erstmal das hier sagen. Wegen der Banditen im Turm. Ja? Sie sind erledigt. Hast du das ganz alleine fertiggebracht? Alle Achtung! Aus dir kann noch mal ein richtiger Pirat werden. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich speichere mal vorher. Nicht, dass ich aus Versehen ja irgendwie haufenweise Geld bezahle. Auf jeden Fall haben wir jetzt keine Quests mehr von ihm. Lass mich rein. Du willst für Alligator Jack den Lauf. Und was am besten von allem ist, du hast uns die Galgenvögel am Turm vom Hals geschafft. Hätte nicht gedacht, dass du das alleine schaffst. 200 Goldstücke. Oder du verschwindest wieder, ganz einfach. Was ist... Ach. Gut. Hat einer von euch hier eine Aufgabe? Warte mal, ich kann erstmal reden. Wie sieht's aus? Quatsch mich nicht. Boah, wieder sehr freundlich. Halt! Freund! Mein Gott, Freund! Freund, das kann... Muss ich diese Frage jedes Mal beantworten? Das nervt ja so ein bisschen, ne? Okay, mit dem kann ich gar nicht sprechen. Snapperkraut. Ich glaube, billiger wird's nicht. Ich wüsste jetzt nicht, was man hier noch machen sollten, machen können sollte, was hier zu einem größeren Rabatt führt. Gut, dann brate ich erstmal ein bisschen Fleisch ran da jetzt. Brate ich erstmal ein bisschen Fleisch und dann verschaffen wir uns Zutritt zum Piratenlager. Wenn ihr jetzt übrigens Tipp in die Kommentare geschrieben habt, dann werde ich den noch nicht gelesen haben zu diesem Zeitpunkt. Ich muss ja immer in Aufnahmesessions aufnehmen, weil ich unter der Woche zu viel zu tun habe. Arbeitstechnisch. Da kann ich nicht nebenbei auch noch jeden Tag ein Video aufnehmen oder so. Und vor allem das Video aufnehmen, das wäre ja nicht so schlimm. Aber man muss es ja auch verarbeiten und exportieren. Und das ist ja das, was so lange dauert. Hochladen kann ich es nachts. Das ist kein Problem. Aber diese Verarbeitungszeit ist halt das Zeitintensive daran. Deswegen geht das nicht so einfach. Und ich hoffe, ich habe jetzt gleich mal das ganze Fleisch gebraten. Auch wenn es sehr, sehr viel war. Ich weiß. Aber wir sind jetzt fertig. Gut. Also, lass uns rein ins Piratenlager. Ich brauche nämlich eine neue Waffe und ich hoffe, ihr habt eine. Wenn nicht, dann schneide ich durch euch die Rübe vom Hals. Ihr Piraten. Halt, Freunde! Ich bin ein Freund. Lass mich rein. Du willst für alle. Und was? Du hast hätte zwei oder du versch. Gut. Hier hast du das Gold. Danke. Willkommen in unserem Lager. Wenn du vorhast, bei uns anzuheuern, muss ich dich enttäuschen, Junge. Der Captain ist mit der halben Besatzung auf Kaperfahrt gegangen. Und er ist der Einzige, der entscheidet, wer bei uns anheuern darf. Aber du kannst bleiben, bis er wieder da ist. Vorausgesetzt, du machst hier keinen Ärger.
Habe ich nicht vor. Das wäre nämlich der Selbstmord in diesem Lager. So, jetzt sind wir hier im Piratenlager. Das sieht sehr idyllisch aus auf jeden Fall. Und der Typ da kann einem wahrscheinlich schon mal das Kämpfen beibringen. Das ist schon mal gut zu wissen. Bones. Wie läuft's? Naja, ich komm klar. Ist ein bisschen langweilig, aber wenigstens muss ich nicht arbeiten. Ich bereite mich gerade auf meinen nächsten Auftrag vor, den Greg mir gegeben hat. Welchen Auftrag? Das darf ich nicht sagen. Nichts für ungut, Kleiner. Aber ich habe mir das Privileg hart erarbeitet und habe keine Lust, es wieder zu verlieren. Die Stimme klingt sehr ähnlich zu der von Greg. Kannst du mir was beibringen? Tut mir leid, ich habe gerade keine Zeit. Ich muss trainieren. Okay, denn dann trainiert er mich wahrscheinlich erst, wenn Greg wieder da ist. Und dafür müssen wir natürlich wieder sorgen. Meine ich zumindest zu wissen. Ja, hier ist eine ganze Menge Schrott am Strand, muss ich sagen. Aber es passt ja auch wieder sehr gut zu den Piraten, ne? Das ist doch alles nur Gerede. Speichern wir mal kurz. Nicht, dass ich hier wieder bezahlen muss. Hey, du. Bill. Alles klar bei dir? Was ist los? Schickt Henry dich zu mir? Kannst ihm sagen, er bekommt seine Bretter, sobald ich fertig bin. Wenn ihm das nicht passt, kann er sie auch gerne selber sägen. Was machst du mit den Brettern? Die sind für die Palisade, du Depp. Greg hält es für eine gute Idee, unser Lager damit zu sichern. Also wenn du mich fragst, können wir uns die Arbeit sparen. Falls die Banditen wirklich vorhaben, uns anzugreifen, wird sie auch die lächerliche Palisade nicht aufhalten. Wir hätten sie niemals in unserem Tal dulden dürfen. Wenn ich das vorher gewusst hätte, dann wäre ich in Corinnes geblieben. Kann ich dir beim Sägen helfen? Lass nur, ich schaff das schon. Ich bin noch nicht so lange dabei. Und wenn ich andere meine Arbeit machen lasse, komme ich hier nicht weit, verstehst du? Kann ich verstehen, ja. Du warst in Corinnes? Ja, ich habe mich da mit Taschendiebstählen und kleinen Gaunereien über Wasser gehalten. Aber als immer weniger Schiffe kamen, gingen die Geschäfte immer schlechter. Irgendwann hatte ich keine Lust mehr, für ein paar Krumen Brot vor der Miliz wegzulaufen. Ich habe mich dann Greg angeschlossen. Jetzt sitze ich hier fest. Den ganzen Tag am Sägen, um eine Palisade zu bauen, die sowieso keinem was bringt. Du bist auch so ein richtiger Held, ne? Kannst du mir was beibringen? Nun, ich könnte dir zeigen, wie man andere Leute Taschen plündert, ohne dass sie etwas merken. Aber du solltest einigermaßen geschickt sein, sonst kommst du an die wirklich wertvollen Sachen nicht ran. 10 Lernpunkte, naja, vielleicht haben wir hier auch einen, der mir umsonst mal das Öffnen von Schlössern beibringen kann. Das wäre echt mal gut. Kann ich dir beim Sägen helfen? Lass nur. Kann ich dir beim... Lass nur. Kann ich dir bei... Lass nur. Kann ich dir... Lass nur. Kann ich dir... Lass nur. Ich habe nur was ausprobiert. Hätte ja sein können, dass da irgendwann eine andere Option kommt. Okay. Owen? Owen. Wie geht's dir denn, Owen? Alles klar. Wer bist du denn? Bist du einer der Banditen? Sehe ich etwa so aus? Nein. Nach deinen Klamotten zu urteilen, kommst du von weit her. Was machst du hier? Ich bin Holzfäller und besorge Holz für unser Lager. Ich schufte hier, brech mir fast das Kreuz und die anderen im Lager liegen in der Sonne. Und sonst? Wenn ich das alles vorher gewusst hätte, wäre ich niemals Pirat geworden. Ja, man bereut seine Entscheidung immer sehr, sehr schnell. Aber das tun auch andere, deswegen ist es eigentlich egal, was man macht, ne? So, komm, jetzt weg von den Fässern hier. Ich will mal gucken, was da hinten so ist. Hier ist noch ein Bett, da liegt einer im... Ah, gucke, Morgan, ich soll dir Fleisch bringen. Okay. Leg dich wieder hin. Hervorragende Idee. Oh, ich soll den... Ich hab jetzt nicht... Scheiße. Ich hab jetzt einfach sein Fleisch gebraten. Ach Gott, ey. Warum mache ich sowas eigentlich immer wieder? Warum? Ich hoffe, man findet... Oh, da ist noch eine Höhle.
Ich hoffe, man findet hier noch irgendwo Viecher, die einem Fleisch geben. Ich brauche jetzt nämlich 10 mal rohes Fleisch. Irgendwoher. Sonst kann ich diese Quest nicht erfüllen. Das ist ja echt brillant schon wieder, ey. Dass mir auch ausgerechnet jetzt einfällt, ja, das Fleisch zu braten. Das ist wieder so typisch für mich. Hey, ah, neues Gesicht. Was willst du, Rum oder was Stärkeres? Was hast du sonst noch? Bei mir gibt's alles, was ein Pirat zum Überleben braucht. Ja, auch Waffen? Nö, anscheinend nicht. Echter Seemannsgrog. Lebensenergiebonus 1. Mana-Bonus 10. Ja, wenn ich damit um 10 erhöhen könnte, dann würde ich davon ein ganzes Paket kaufen. Ist aber leider nicht so. Dunkles Paladiner. Ja, das ist alles ganz normaler Alkohol. Aber das hier, das ist Lebensenergiebonus. Das, also eins bringt einem überhaupt nichts. Gar nichts. Ich frage mal nach was Stärkerem. Ich will was Stärkeres. Ah, ein Suchender. Ich bin auch immer auf der Suche nach neuen Rezepten. Ein echter Schnaps sollte klar und stark sein. Er muss die Kehle runterfließen wie flüssiges Feuer. Das findet man verdammt selten. Aber ich rede wieder zu viel. Du willst was trinken? Hier, mein eigenes Rezept. Wie findest du das? Es heißt schneller Hering. Beeindruckend. Ja, das will ich meinen. Du kennst nicht zufällig selber gute Schnapsrezepte? Falls doch, musst du sie mir unbedingt verraten. Willst du noch einen? Schneller Hering. Nein, ich möchte derzeit noch keinen. Was für einen Effekt er hat, sehen wir jetzt. Das ist nämlich sehr schick. Ein Ersatz für den Sprinttrank. Wie heißt er denn? Geschwindigkeitstrank. Wie auch immer. Weiß ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall eigentlich ziemlich unsinnig, aber mit dem Namen Schneller Hering kann nur cool sein. Kann nur cool sein. Ich weiß übrigens auch nicht, wie lange der wirkt. Das kann ich jetzt nicht sagen. Das könnte jetzt durchaus eine Weile dauern, weil irgendein Vorteil muss das ja haben hier. Also wir haben jetzt hier noch diverse Leute, die wir anquatschen können. Aber leider keine Zeit mehr, um dieses zu tun. Aber es gibt ja noch eine nächste Folge. Und da können wir das auf jeden Fall dann machen. Ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder, quatschen ein bisschen weiter mit den Piraten hier und versuchen die Geschichte ein bisschen voranzutreiben. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.